Willkommen in meiner Küche. Heute habe ich für euch einen leckeren Salat. Also das ist Reissalat mit Thunfisch und Frischgurke, frische Gurke und Eier. Ja, das ist so eine Kamillenfell, Kamillenwiese. Ja. Ja, die, keine Ahnung, irgendwas, so heißt das. Auf jeden Fall sieht sehr gut aus und schmeckt tut sie auch gut, lecker. Okay, ich zeige euch jetzt die Zutaten und die Zubereitung. So, meine Lieben, da habe ich folgende Zutaten. Da habe ich in der Schüssel eine Karotten, habe ich mich schon auf grobe Reibe gerieben, eine kleine Zwiebel. Klein gehackt, aber erstmal Reis. Wir werden brauchen eine Beutel Reis. Also ich wollte in Beutel kochen, weil ich dachte, der würde so nicht so zusammenkleben, aber irgendwie war das komische Reis und ist so irgendwie zusammengeklebt. Also ungefähr, ja. Eine Beutel Reis oder ein Glas Reis, gekochte, dann Karotte, eine Zwiebel, wie ich schon sagte. Dann habe ich hier Mayonnaise. Mayonnaise werden wir brauchen, so ungefähr 10 Esslöffel. Dann 4 Eier gekocht, eine frische Gurke. Und da habe ich Thunfisch in eigenen Saft. Dann noch Salat. Salat, so große Blätter, am besten so eine Blattsalat nehmen. Ich hatte hier glaube ich, Roma-Salat oder ich weiß nicht, wie das heißt, Herzsalat. Und Thunfisch habe ich, hier habe ich 300 Gramm gehabt, aber alles habe ich nicht ausbenutzt, weil mir war das irgendwie zu viel. Und Gurke hatte ich auch hier große gehabt, da habe ich auch nicht alles benutzt. Okay, bisschen Öl werden wir brauchen. Als erstes werde ich mir das Zwiebel ein bisschen glasig dunsten, also kurz anbraten, bis sie glasig geworden ist. Dann geben wir die Karotten dazu. Also, sorry, große Karotten. Und werde ich das kurz anbraten. Dann gebe ich ein bisschen Wasser, ja, so 5 Esslöffel Wasser. Oder könnt ihr Brühe haben, wenn ihr da zur Hand Gemüsebrühe oder Fleischbrühe habt, wird noch besser schmecken. Und das werde ich jetzt so, ja, 5 Minuten dünsten. Die Hitze darf nicht zu groß sein und ab und zu umrühren, ja. Zudecken. Und ja, lassen wir ihn andunsten. So sieht er aus. Nachdem sie ein bisschen weich geworden ist, werde ich ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Bisschen, ja. Und stelle ich das aus dem Feuer weg. Ja, ich tue das aus dem Feuer weg, aus dem Herd. Und lasse ich kurz abkühlen. Und inzwischen habe ich mir schon Gurke in kleine Würfel geschnitten. Ja. Aber erstmal hier die Eier. Die Eier werde ich schneiden, also erstmal halbieren, da ist mir ein bisschen kaputt gegangen bei Schillen. Ich dachte, das muss man wegschmeißen, aber fast ganze Eiweiß habe ich aufgebraucht. Das Eigelb in andere Schüssel und von den Eiweiß werden wir brauchen Streifen. Aus dieser Streife müssen wir später die Kamilleblumen dekorieren oder machen, ganz oben drauf. Also wir werden braunen Streifen, ja. Ich habe hier versucht, alle Streifen gleich dick zu haben und gleich lang. Es war ein bisschen schwierig mit den, ja, mit Schneiden, weil, wie ihr seht, ist das nicht so, kann man das nicht so schneiden, dass alle Streifen genau sind. Deswegen habe ich da irgendwie ja, improvisiert. Aber kurze Streifen werden wir auch brauchen. Dann zeige ich euch später für die Blumen außenrum. Okay, was habe ich da? Also die Streifen von den Eier, die längere. Und da sind die Reste, da werde ich später nochmal schneiden, die kürzere. Aber wenn ich schon so weit bin, bei dekorieren. Okay, da habe ich mir grüne Salatblätter auf den Teller gelegt. Ich hatte nur das Rest hier. Sehr schön aussehen, wenn ihr größere Blätter habt, zum Beispiel Blattsalat oder wie heißt das? Oder auch die Lolo Bionda oder Lolo Rosso Salat, ja. Okay, das gekochte Reis geben wir als erste Schicht und machen wie so eine Kuppel. Dann kommt das Thunfisch obendrauf und so leicht andrücken. Ja, 300 Gramm war hier mit. Zu viel, also eine Dose oder eine halbe Dose würde auch reichen. Dann kommt hier oben drauf Mayonnaise. Ja, so ich würde sagen 5 Esslöffel Mayonnaise oben drauf.
mit Geduld bitte hier streichen. Und da, nächste Schicht, kommt das Karotten mit Zwiebel. Schon ein bisschen abgekühlt. Auch leicht andrucken. Jetzt obendrauf kommt Gurke, also frische Gurke, die habe ich geschält und in kleine Würfel geschnitten. Also hier würde ich euch empfehlen, mittelgroße Gurke, leicht andrucken. Wenn ihr das nicht so mit Finger drucken möchtet, dann macht ihr so wie ich hier mit Folie, Frischhaltefolie, fest andrucken. Das Drucken ist wichtig, weil sonst wird der Salat euch auseinanderfallen, wenn ihr das schneidet und aus dem Teller rausnimmt. Okay, dann auf die Gurke kommt wieder Mayonnaise, also auch so 5 Esslöffel, auch muss ich hier Geduld haben. Und hier habe ich das Eigelb, eigentlich kann man das Eigelb irgendwie auch da nutzen, weil wir brauchen nur ein bisschen Eigelb für die Mitte von Blume, ja. Was ich jetzt da mache gerade. Der Rest habe ich weggeschmissen, ja. Und jetzt machen wir die Blume. Also hier habe ich die längere Streifen und dann später seitlich habe ich kürzere Streifen von Eiweiß gehabt und war alles super perfekt. Okay, so sieht er aus. Für die mittlere Dings, die gelbe habe ich auch nicht so Krümelchen genommen von Eigelb, sondern kleinere Stückchen und erstmal zu Schluss erstmal die Blätter oder ja, Blätter gegeben. Heißt das Blätter? Blättchen? Die weiße Dings habe ich erstmal gemacht und zum Schluss habe ich die gelbe innere drauf gegeben, also kleine Stückchen von Eiweiß, nicht mehr so zerkrümmelt. Okay, das Salat sieht so aus. Jetzt landet sie im Kühlschrank und der Salat muss man nicht zudecken, braucht man keine Frischhaltefolie drauf, wird nichts austrocknen und am nächsten Tag wird auch frisch aussehen. Obendrauf kann man noch ein bisschen mit Dill dekorieren. Ich habe Dill nicht gefunden, frische Dill. Ich habe mir eine Fenchelknolle gekauft und da war ein bisschen Dill drauf. Ja, und da habe ich Dill und die Fenchelknolle habe ich auch so gegessen. Ein bisschen gebraten mit Zwiebel und Karotten und war sehr lecker. Okay, so sieht der Salat aus. Ich würde sagen, sieht schön aus und schmeckt tut sie auch. Okay. Natürlich könnt ihr auch andere Salat, zum Beispiel unsere polnische Kartoffelsalat so vorbereiten und auch so dekorieren. Also ja, so dekorieren oder jede andere Salat mit Mayo so dekorieren und ja, und so dekorieren obendrauf. Also ja, so zubereiten, meinte ich. So eine Kuppel machen und obendrauf Mayo. Und die Eier drauf, also die Blumen, die Margaritchen oder wie heißen die, Kamillen, wurscht. Okay, das Salat schmeckt am besten am nächsten Tag. Und wenn man das schneidet, also wenn man das also nehmt von den Teller, fällt nicht auseinander, das ist wichtig. Ja, vermischen kann man sich dann auf den Teller und wird auch sehr lecker schmecken. Also das Salat muss durchziehen. Eine Nacht im Kühlschrank und dann wird alles perfekt. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank für alle Kommentare. Alle. Sorry, dass ich euch nicht antworte. Ich wünsche euch eine frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Tschüss!